Folge 24. Endspiel. Ahoi hoi alle zusammen. Kennt ihr diese Tage, an denen ihr am liebsten gar nicht erst aufgestanden werdet, weil einfach alles nur immer schlimmer und schlimmer wird? Ja, das war einer dieser Tage. Dabei ging es gar nicht mal so schlecht los, mit einem netten Frühstück mit meinen Freunden. So, hier, Blue, die Pfannkuchen haben wir extra für dich gemacht. Danke, das ist echt nett von euch. Du warst die letzten Tage so schlecht gelaunt, da dachten wir machen dir mal eine Freude. Zu freundlich, echt, Leute, das ist super nett. Ich hoffe, das Essen genügt deinen Standards. Vielleicht geht es dir damit ja auch ein bisschen besser. Ja, ein bisschen vielleicht. Was war denn überhaupt los mit dir? Ach, ihr wisst doch, ich rede nicht so gerne über meine Probleme. Es geht ja auch schon wieder. Es war einfach irgendeine Sorge, weiß auch nicht. Na, wenn du das sagst. Und wir können dich sicher nicht noch weiter aufmuntern? Nee, müsst ihr nicht. Müsst ihr alles nicht persönlich nehmen. Vielleicht brauche ich einfach demnächst mal etwas Zeit für mich, um in Ruhe nachzudenken. Also wenn du meinst, dass dir das hilft, dann mach das. Warum nicht heute? Der Tag ist gut wie eh und je. Naja, wieso eigentlich nicht? Gleich nach dem Essen gehe ich ein bisschen spazieren. Genau das tat ich auch. Ich aß mein Frühstück auf, bedankte mich nochmal, dass ich so um mich gekümmert wurde und verließ dann das Haus. Es war ein wunderschöner sonniger Tag und auf den Straßen von Ponyville herrschte reges Treiben. Bevor ich mich zum Nachdenken zurückzog, beschloss ich, Azur einen kurzen Besuch abzustatten, um mich zu erkundigen, ob es ihr gut ging. Hallo? Hi, Azur. Oh, hi, Blue. Und wie geht's dir inzwischen? Ach, ganz gut, glaube ich. Und dir? Ach ja, kann mich nicht beklagen. Hör mal, was deine Schwester sagte. Wenn du wirklich wegziehen willst, dann... Ich verstehe das. Tust du? Ich habe mit Paige drüber geredet und sie sagte, dass sie Bedenken hat, hierher nach Ponyville zu ziehen, obwohl sie eigentlich gerne näher bei mir wohnen würde. Wirklich? Ja, und im Grunde liegt das daran, dass sie Angst hat, dass es mit uns beiden nicht für immer klappt und dass sie dann so weit weg von ihrer Familie in einer fremden Stadt ist und immer an mich erinnert wird. Ja. Naja, und genauso muss es dir gerade gehen. Um ehrlich zu sein, muss ich erstmal selbst nachdenken und will mich einfach wieder auf mich selbst konzentrieren. Ja, das verstehe ich auch gut. Also heißt das, ich werde euch wohl auch nicht mehr bei euren Agenteneinsätzen helfen. Okay. Tut mir leid, aber es ist wirklich das Beste so. Ich möchte auch dir und Paige Mark nicht im Weg stehen. Aber das hast du doch gar nicht. Wir sehen uns, Blue. Ja, das tun wir. Das war ein seltsames Gespräch. So etwas habe ich von Azur auch noch nie erlebt. Sie war so verändert. Es wurde endlich Zeit, nachdenken zu gehen. Ich flatterte in die Luft und in Richtung des Waldes. Irgendwo auf einer Lichtung, tief im Wald, lehnte ich mich an einen Baum und schaute in den Himmel. Ich spürte dieses seltsame Gefühl von Veränderung. Wisst ihr, was ich meine? Dieses seltsame, fremdartige Rumoren, das einem so vorkommt, als wäre die ganze Welt im Begriff, sich ohne einen weiterzudrehen. Ich wollte doch einfach nur, dass alles so blieb, wie es war. Oder doch nicht? Pagemark war doch auch schon eine recht große Veränderung für mich. Ach, so viel, über das man nachdenken kann. Ich war mir schon in diesem Moment absolut sicher, dass ich eine Weile dort im Wald verbringen würde. Gerade wieder, wo ich sitze. Gehst du? Muss ich ja wohl. Darf ich eintreten? Losi? Guten Morgen, Agenten. Ich entschuldige mich für die Störung. Moment, Sie sind doch einer von diesen Vollstreckern. Unter meinem Dach sind Sie hier nicht willkommen. Ich möchte mich auch nicht lange hier aufhalten. Genauer gesagt empfehle ich auch Ihnen, schnellstens das Nötigste zu packen und von hier zu verschwinden. Wie bitte? Wieso sollten wir das tun? Wollen Sie uns etwa drohen? Bitte lassen Sie die Feindseligkeiten bleiben. Nach allem, was mein Arbeitgeber für Sie getan hat, ist es das Mindeste, mir zuzuhören. Was soll der Overseer je Gutes für uns getan haben? Er hat Ihnen Mr. Cold Village vom Hals gehalten. Es war haarscharf, wie wir herausgefunden haben. Also, ich war gerade dabei, dich durch das Portal zu werfen. Oh, nein, verdammt! Nein! Was ist das? Verzeihung, mein selbstgebauter Kommunikator. Ich muss eben rangehen. Wartet so lange mit der Bestrafung. Okay. Ja? Hallo, Braun. Du wirst die Agenten in Ruhe lassen.
Sag das nochmal! Du hast mich verstanden. Du Verfluchter! Wenn du dich mir widersetzt, wird morgen in jeder Zeitung stehen, wer du bist und was du vorhast. Woher weißt du davon? Bitte. Du solltest mich inzwischen kennen. Und wieso hilfst du diesen Agenten? Was interessiert es dich, was ich mit ihnen mache? Die Agenten stehen neuerdings unter meinem Schutz. Ihr Wohlergehen ist in meinem Sinne. Das ist nicht wahr. Du hast die Wahl. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du dich in diese Sache einmischst. Wenn du die Agenten vernichtest, vernichte ich dich. Ich werde dir das nicht vergessen. Wiederhören. Wer war dran? Ihr habt Glück, Agenten. Unvorstellbares Glück. Mehr Glück, als ihr verdient habt. Wie bitte? Augenscheinlich habt ihr euch Freunde gemacht. Ich kann nicht zulassen, dass meine Pläne morgen auf jedem Frühstückstisch in ganz Equestria liegen. Für dieses Mal seid ihr frei. Oh, dann war das der Overseer. Hab ich's doch gleich gewusst. Mein Arbeitgeber hat Gefallen an Ihnen gefunden. Und alles, was Mr. Cold Village Schaden zufügt, ist voll und ganz in unserem Sinne. Und jetzt? Wieso sind Sie dann hier? Weil wir gescheitert sind. Was? Wir haben offenbar die Gerissenheit von Mr. Cold Village unterschätzt. Trotz all unserer Anstrengungen war er zu gut vorbereitet. Verdammt. Wo sind die Wachen? Ich habe mich um jeden einzelnen von ihnen gekümmert. Diesmal bin ich am längeren Hebel. Meister Village, die Buntfelle sind besiegt. Der Zauberer wurde in Ketten gelegt. Gut. Sehr gut. Hast du eine Ahnung? Was dir bevorsteht, wenn meine Mitarbeiter und die Öffentlichkeit erfahren, was du... Oh, du denkst immer nur an die Öffentlichkeit. Die gewöhnlichen Ponys. Deinen kostbaren Einfluss. Keine Angst. Ich habe mich bereits um alles gekümmert. Lies selbst die Schlagzeile von morgen. Mr. Zink Geldenberg. Der Besitzer des Meriton Bugles trat aufgrund erneut aufgekeimter Gerüchte, die ihn mit dem berüchtigten Overseer in Verbindung bringen, als Leiter der Zeitung zurück. Wie hast du... Während du überall in Equestria Ponys gekauft und manipuliert hast, habe ich mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Gentle Colts? Oh, Miss Lai, was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Haltet die Pressen an. Ich habe erfahren, dass wir einen neuen Boss haben. Was? Ja, ich weiß, schwer zu glauben. Aber Mr. Geldenberg musste zurücktreten und seine Position übernimmt der ehrenwerte Mr. Cold Village. Das kann doch kaum sein. Gentle Colts, für Sie ändert sich nicht viel. Wir bringen morgen allerdings eine Sonderausgabe heraus. Hier ist das Druckblatt. In der nächsten Zeit werden noch einige weitere Aufdeckkampagnen veröffentlicht werden müssen. Jawohl, Sir. Ma'am. Du bist zu überheblich geworden. Du bist bei weitem nicht so vorsichtig gewesen, wie du immer getan hast. Und ohne deine Wachleute und das ganze Kanonenfutter, hinter dem du dich verstecken kannst, bist du ein Niemand. Du wirst nicht damit davonkommen. Die Zeit wird es zeigen. Und das ist auch das Stichwort. Verdammter Dreckskerl. Und natürlich, bevor du es noch vergisst, gib mir deine Hälfte des Machtkristalls. Mit dieser Macht zu spielen, wird dich am Ende noch alles kosten. Auch das wird die Zeit zeigen. Mit einem kompletten Kristall wird sich mir niemand in den Weg stellen können. Oh, das klingt gar nicht gut. Moment, war das vorhin ein Flashback in einem Flashback? Mr. Gatlinburg wurde irgendwo hingebracht, wo auch immer Cold Village sein neues Versteck hat. Ich weiß nicht, ob er dort eine eigene Portalkammer hat oder ob er dafür in euer Geheimdienstgebäude muss. Aber ich fürchte, für ihn ist es bereits zu spät.
Verdammt, und nachdem sein einziger Rivale ausgeschaltet ist? Stehen wir als nächstes auf der Abschussliste. Ganz genau. Darum werden Sie verstehen, wieso ich Ihnen dringend ans Herz legte, zu verschwinden. Ja, wir verstehen. Danke für die Warnung. Und nun bitte ich um Verzeihung, aber ich muss mich ebenfalls schnellstens davon machen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Agenten. Wir müssen noch irgendetwas tun können. Und was? Cold Village könnte schon auf dem Weg hierhin sein. Ist es vermutlich sogar schon. Und wer weiß, was er mit dem Machtkristall alles anstellen kann. Aber dann müssen wir schon wieder fliehen. Und wir müssen Blue finden. Wir können ihn nicht einfach... Aus dem Nichts gab es einen ohrenbetäubenden Knall und die Vordertür des Hauses flog aus den Angeln. Risse bildeten sich in der Wand und mit schweren Hufschlägen quetschten sich mehrere fahle Gestalten ins Haus. Das ist es also. Das Haus dieser jämmerlichen Buntfelle. Ich freue mich schon drauf, hier alles kurz und klein zu schlagen. Eieieiei. Pale Vicious! Endlich ist der Tag gekommen. Ihr Buntfelle hat ausgespielt. Du hast unsere Tür zerstört. Ich mach dich fertig. Ha! Mutig und dumm. Blaze! Na, wollt ihr zwei Winzlinge es auch noch versuchen? Trick und Chip standen zitternd da, während Pale Vicious und seine Super-Zombies das Haus auf den Kopf stellten. Sie suchten offenbar nach etwas. Oder jemandem. Er ist nicht hier. Sucht oben. Ja. Was wollt ihr von uns? Die Frage ist nicht, was ich will, sondern was er will. Cold Village. Agenten. Ich sehe Confidence Trick, Tiny Chip und Blazing Blaze in einer allzu vertrauten Lebenslage. Ich kann Sterne sehen, die aussehen wie Vögel. Wo ist Blue Tail? Captain! Es heißt Captain Blue Tail. Sagt mir, wo er sich versteckt, oder ich zerstöre euer Haus. Das ganze Haus? Das sagen wir Ihnen niemals! Ja, und das hat bestimmt nicht den Grund, dass wir gar nicht wissen, wo er steckt. Psst. Wie bedauerlich. Es ist ein ganz nettes Haus. Pale Vicious. Jawohl! Ruft deine Truppen zusammen und wartet vor dem Haus. Das hier wird nicht lange dauern. Wie Sie wünschen. Und nimm diese drei Ponys mit. Wir haben vielleicht nicht den Captain, aber wenigstens die Crew. Natürlich. Bote? Jawohl. Hey! Hufe weg! Hey, was geht hier vor sich? Ich will zurück zu meiner Mama. Die drei wurden trotz ihrer Gegenwehr mühelos aus dem Haus geschleppt und der Kristall um Cold Villages Hals gelomm unheilvoll auf. Sein Horn begann zu leuchten und mit einem Mal schoss ein gleißender Blitzstrahl heraus, der das Haus in Schutt und Asche legte. Nein! Verdammt! Da war meine hufsignierte Erstauflage von Erling Hufsaws erstem Kochbuch, wo die Gänse blühten drin. Nein! Ihr habt die Konsequenzen gewählt. Dafür werden sie bezahlen, Cold Village. Ja, dafür und alles andere. Pale Vicious, bring diese elenden Versager in die Tunnels und gib ihnen eine ausbruchsichere Zelle. Wieso machen wir sie nicht gleich hier platt? Weil ich etwas Besonderes mit ihnen vorhabe. Tu, was ich dir sage. Wie sie befehlen. Die drei wurden weggebracht und die Horde der Zombie-Ponys zog ab. Cold Village blieb noch einen Moment vor dem rauchenden Krater stehen, der unser Haus gewesen war, und lächelte. Das war seine Stunde. Cliffhanger!